Wir schauen uns heute Extremely Infuriating an. Also statt nur etwas ärgerlich, wird heute sehr, sehr ärgerlich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Das hilft gegen den Ärger. Vertraut mir. Was würdest du tun, wenn dir jemand so das Trinkgeld gibt? Wahrscheinlich einen Lappen holen und das alles erstmal aufwischen und wegschmeißen. Stellt euch vor, ihr geht zu einem Restaurant und habt einfach und seid einfach so ein Spaß, dass ihr sowas macht. Die Werbung auf YouTube. Hier eine 100 Dollar Geschenkkarte für umsonst. Klickt einfach auf dieses Video von mir, von Fufu. Jeder, der jetzt was in die Kommentare schreibt, bekommt 100 Euro. Das ist genau auf dem gleichen Level. Like für Müll, ignoriert für einen Rast. Session, Polizisten. Legit, jeder, der nicht liked, gehört in den Müll. Warum hat so ein Post 41.000 Likes? Ein Kreis. Oh, ich kann so gut ausmalen. Es ist so perfekt. Seht ihr noch hin? So entstehen rote Kreise. Rote Punkte. Meine Mutter hat ein Paket geöffnet, das ein Geschenk war von meiner Freundin. Und sie dachte, es ist ein Spielzeug für den Hund. Der Hund hat es zerstört. Erste Frage, warum macht deine Mutter einfach deine Pakete auf? Das eine Auge, da musst du eine Augenklappe rüber machen und dann kannst du sagen, nein, das gehört so. Das ist, wenn du zu oft dein PC erschreckst. Irgendwann zerspringt er einfach. Das Schlimme ist, sowas kann aus dem Nichts passieren, dass einfach die Glasscheibe so ungefähr zerspringt. Oder du bist mit dem Kopf zuerst daran gekommen. Man sieht ein Baby rauchen. Mhm. Ich versuche gerade Britney's Zigaretten. Und für jeden, der jetzt beleidigt ist oder offended, das Kind hat gerade mal so eingeatmet. Okay, wofür würde man das Foto überhaupt machen? Selbst wenn es als Joke ist. Ein Puzzle. Imagine, eins der letzten Puzzleteile und dir passiert das. Obwohl es so ausschaut, als ob die Hand das so ein bisschen hinzieht und das gewollt ist. Mein Sohn bekommt super gute Noten, aber ich erlaube es ihm nur 5 Minuten am Tag Videospiele zu spielen. Wie erkläre ich ihm, dass das mehr als genug ist? 5 Minuten am Tag? Mehr als genug? Da würde ich auch die erste Antwort nehmen. Kannst du ein Videospiel nennen, wo man nur 5 Minuten am Tag spielen muss, damit man da irgendwas schafft? Ich warte. Schreibt es gerne in die Kommentare, wo 5 Minuten reichen. Oma ist sehr traurig, dass ein Soft-Spoken-YouTuber wurde durch einen Prank getötet. Und der Prank ist ein Prank-Raub? Also der hat jemanden ausgeraubt als Prank? Wo sind wir? Hinterm Mond? Jemand in meiner Stadt hat Rasierklingen in Würstchen getan, um möglichst fies gegen Hunde zu sein. Ich weiß gar nicht, was du für ein Mensch sein musst, damit du Tiere so quälen willst. Heinz Ketchup. Lass mich raten, ganz viel Wasser? Das ist das Gute. Nie wieder harte Brötchen. Die LEDs, die niemals richtig sein werden. Komm, bitte, leuchtet doch die richtige Farbe. Ich hoffe, du kannst die individuell ansteuern. Sonst, vielleicht kannst du sie ja überkleben. Ich habe meine Schwester meinen Laptop letzte Nacht geliehen und bin aufgewacht. Zu dem. Was hat sie gespielt? My Little Pony und das Pony ist rausgesprungen? Oder wollte rausspringen? Wenn du gerade spielst und deine Mutter kommt gerade rein und sagt, Schatz, wir müssen los. Und du denkst ja, hä? Wie, wir müssen los? Wovon redest du? Ich kenne das zu sehr von meiner Kindheit. Und ich habe es nie gemocht und ich habe es nie verstanden. Eine Silvesternacht. Hey, wir kannten das ja schon von Berlin, aber da gab es auch andere Städte. Wir haben es geschafft, einen ganzen Baum anzuzünden. Mal ebenso. Das war eine Werbung in einem Minecraft-Video. Uber Honey. Eine App, um Leute zu treffen. In einem Minecraft-Video. Perfekte Zielgruppe, die 10-Jährigen. Meine Schule hat das Offline-Editing ausgeschalten. Und jetzt kann ich nicht arbeiten. Du musst nur online sein. Für immer. Wofür machst du das aus? Hast du Angst, dass die Schüler was Falsches hinschreiben? Mein neuer Fernseher hat Ameisen im Screen? Wie kommen die da rein? Ist das nicht richtig abgedichtet, dass da nichts sein sollte? Oh, Schatzi Mausi. Oh, okay. What? Ich frag mich immer wieder, warum sind solche Werbungen erlaubt? Wie kommen die hier hin? Jemand hat Kaugummi in einen USB-Anschluss in einem Bus getan. Deswegen kann man in der Öffentlichkeit nichts irgendwo hin tun, was Leute benutzen könnten, weil es solche Spasten gibt.
Hey Mama, ich habe eine Frage. Okay, Sweetie, was ist es? Du weißt, Rauchen tötet Leute, oder? Und ich will dich nicht verlieren, weil ich schon Dad verloren habe. Ja? Es tut mir leid, Süßer. Aber es ist nicht so einfach. Wenn ich 950.000 Follower auf meiner Instagram-Page bekomme, versprichst du mir dann aufzuhören mit dem Rauchen? Mach es zu 1 Million und ich werde aufhören. Okay, danke Mama. Ich liebe dich. Wenn du auf jede gammelige Weise irgendwie versuchst, Follower zu bekommen. Oh ja, meine Mutter stirbt gerade. Nur wenn ihr jetzt abonniert, könnt ihr ihr helfen. Gib Passwort ein. Passwort inkorrekt. Passwort inkorrekt. Passwort inkorrekt. Resettet das Passwort. Das neue Passwort kann nicht das alte Passwort sein. Das ist mir auch schon zu häufig passiert. Am schlimmsten sind dann die Seiten, die sagen, nein, die letzten 5 Passwörter dürft ihr nicht doppelt benutzen. Das ist das Netzwerk von der Schule. Und die Schule erlaubt nicht, diesen Offline-Modus von Google zu benutzen. Ich kann es aber noch verstehen, weil wahrscheinlich seid ihr irgendwie im Unterricht. Und dann natürlich wollen die nicht, dass ihr abgelenkt seid. Also das kann ich eher noch verstehen. Wenn du dir eine 64 GB Festplatte RAM irgendwas holst und da nur 32 GB drauf sind, ja, dem ist korrekt. Der Freund meiner Mutter hat meine 9 Jahre alte Kollektion von Legos einfach so weggeschmissen, weil ich seit einer Weile nicht mehr damit gespielt habe. Da sind Sets von 1990 drin und auch ein Harry Potter. Ich würde einfach mal ausrechnen, wie viel Geld das ist, vor allem wenn Sets sind von 1990 und Lego ist eh schon so überteuert. Das sind wahrscheinlich ein paar Tausende, wenn nicht sogar mehr, Euro einfach im Müll. Wenn du 2 Steckdosen nebeneinander hast, aber keine Stecker reinpackst, weil beide Stecker so Monster sind. Das habe ich aber auch nie verstanden. Warum sind manche so insane? Solche Riesenblöcke. Wenn du auf dein Auto so einen Zettel bekommst und der ist einfach angeklebt. Ich würde die, die das angeklebt haben, also von der Firma, anrufen und Schadensersatz wollen. Hey hier, ihr könnt vorbeikommen und das wegmachen. Aber guter Kleber. Dein Preis 24,99. Dein Geld 24,98. Enter Discount-Code. Ich hoffe, du hast einen Discount-Code für 1 Cent. Dann wäre es ideal. Wenn du im Flugzeug bist und die Person hinter dir denkt, die schläft mal. Du musst einfach dich ganz, ganz schnell nach hinten lehnen. Das darfst du ja. Dann muss sie mehr Yoga machen. Obwohl ich eher das Gefühl habe, wenn die sowas machen, dann kennen die auch die Person vor ihnen. Wenn nicht, ich würde auf jeden Fall sehr stark mit dem Stuhl nach hinten gehen. Okay, eine medizinische Firma droht freiwilligen Arbeitern, die Ventile 3D gedruckt haben für lebenswichtige Coronavirus-Behandlungen, dass sie die jetzt anzeigen. Da dieses Ventil $11.000 kostet das Stück und die das für $1 gedruckt haben. Also anders gesagt, dieses Flask da kostet 11.000 und kostet in der Herstellung nicht mal $1. Alter, was ist falsch mit der Menschheit? Wenn du gerade in der U-Bahn bist und einfach laut Musik hörst, weil es keine anderen Menschen gibt und du ganz alleine drin bist. Siehst du, stört gar keinen. Meine Switch war kaputt und ich habe sie zur Reparatur geschickt und jetzt habe ich 2 Left Joy-Cons. Das muss sowas von fake sein, das geht ja gar nicht. Und womit nimmst du ein Foto mit deinem Laptop? Benutze eine wiederholende Additionsstrategie zum Lösen von 5 mal 3. 5 plus 5 plus 5. Okay, 3 mal die 5. Nein, falsch. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 muss es eigentlich sein. Siehst du? Warte, ist das untere genauso dumm? Zeichne ein Array, um zu zeigen, wie man 4 mal 6 löst. Sie hat 6 Striche nach unten, 4 Striche zur Seite und die Lehrerin wollte 6 Striche zur Seite und 4 nach unten. Hä? Sand, Meer, Socken, alles, was man im Leben braucht. Danke. Ich liebe es auch, Sand in der Socke zu haben. Wieso würde man ein Tiger oder ein Löwen als Haustier halten? Was für Komplexe hast du? Der muss nur einmal Hunger haben, danach bist du nicht mehr. Knicke es nicht! Haben die ja fast geschafft. Also, ist ja eh nichts Wichtiges drin, wenn das da steht. F Nintendo und F das Puzzle. Es ist einfach nur schwarz. Ey, wenigstens hast du Mario erkannt. Aber ja, schwarz mit nichts außer schwarz ist immer gut. POV, du lässt deine Dose einfach wieder mal fallen, weil du ein Kleinkind bist und noch nicht gelernt hast, was ein Mülleimer ist. Da sehen wir die Folgen dazu. Danke. Cola? Ja, lass mich raten, er wirft's. Hui! Ich kann es verstehen, dass es irgendwie witzig ist. Aber Fun Fact, warum das hier in dem Subreddit ist, alles, worauf die Cola gekommen ist, müssen die wegschmeißen. In den Kommentaren gab es, glaube ich, eine Liste,
womit Leute rechnen. Das waren rechnungsweise wahrscheinlich mindestens so ein paar tausend Dollar Schaden. Dadurch, dass er sich dachte, schau mal für mein TikTok. Das war der erste Tag, nachdem der Lockdown zu Ende war und die Leute wieder einfach sich sonnen oder einen schönen Tag haben konnten draußen. Und dass kein Mensch gelernt hat, von denen irgendwie den Müll wegzuräumen. Es ist so krass. Ich finde das so erstaunlich, dass es für Leute so schwer ist, 5 Meter irgendwo hinzugehen. Und derweil sind das dann Leute, die eh nichts zu Hause machen und sich dann denken, ah ja, aber das wäre ja so viel Arbeit. Ich, wie ich ein Upvote gebe auf einen witzigen Post. Ich, wie ich bemerke, wie die Person, die es gepostet hat, zu faul war, um die Leiste unten mit den Likes wegzuschneiden. Ja, sowas findet man häufig. Würde ich einen Daumen nach oben geben. Das war wieder wegen Impfungen. Oben, hey, ich bin Wissenschaftler, ich habe genug Research gemacht. Und dann unten, Bella, hey, du hast Folgendes ziemlich falsch geschrieben. Ich bin dumm, weil ich mir Gift in meinen Körper tue. Impfungen, Gift in deinen Körper. Wenn du dir einen Backflip anschauen willst, hier, ein 14 Jahre alter Gymnast schafft es, einen Double Backflip auf Gras zu machen. Und das Video will nicht richtig laden. Siehst du, wow, er ist ziemlich lange in der Luft. Ich glaube, das kennt jeder, wenn es einfach mal nicht laden will. Shredding PlayStation 5, das Experiment. Ein schneller Schredder gegen eine PlayStation 5. Haben wir schon gesagt, dass es eine PlayStation 5 ist? Hier eine PlayStation 5. Hallo, PlayStation 5. YouTube, Tags. Ich habe hier PlayStation 5 drin. Deswegen bewerbt mein Video. Wofür Leute Geld ausgeben? Für ein paar Aufrufe. Breaking News. Kenyas einzige weiße weibliche Giraffe wurde durch Wilderer umgebracht. Ich glaube halt, die wird wahrscheinlich voll teuer sein und viel wert sein, aber ihr hättet mehr haben können. Aber die Leute sind zu dumm. Okay, was haben wir hier? Oh, schaut so normal aus. Irgendwie erwarte ich, dass es dann einfach außen Bild geht hier. Oder so. Wunderschön. Danke. Wenn du dir 2015 was bestellst. Bezahlung wurde akzeptiert. 2016. Das ist schon 1,5 Jahre danach. Dann 1 Jahr weiter. Mit Caitlin. Mit Raven. Mit Tina. Zur Quality Check geschickt. Hä? Bestellung wurde verpackt. Und was ist mit den anderen 7 Jahren? Wurde es da noch nicht verpackt? Und dann wurde es endlich gesendet. Ich frag mich, was du dir bestellt hast. Das muss ja wirklich Handarbeit sein vom Feinsten. Wenn du ein Video leiser machen willst, komm her, komm her, komm her. Oder lauter. Du darfst es nicht lauter machen, wenn der Gehweg nicht mit der Tür übereinstimmt. Also was ist gewandert? Ist der Gehweg jetzt aus Versehen verlegt worden? Ist der durch einen Sturm nach links gekommen? Oder haben die ganzen Ameisen unterm Haus ganz langsam über Zeit das Haus immer weiter rechts geschoben? OnlyFans hacked. Lern jetzt, wie du einen OnlyFans Premium Account bekommst. Oh, ihr seid doch alle so. Hier kriegt ihr alles. Natürlich gibt es solche Videos. Wundert mich nicht. Mein linker Arm, mein rechter Arm, dieser eine Punkt, der auf dem Rücken juckt. Ich komm nie ran. Fühle ich zu sehr. Like und abonniere, wenn du Krebs hast. Ignoriere es, wenn du es supportest. Ich werde diese Seiten niemals verstehen. Ich werde auch niemals verstehen, warum das irgendwie funktioniert. Denken die Leute wirklich, oh, ich habe jetzt ein Like gegeben, oh, ich habe abonniert, oh, ich habe so viel mehr dafür getan. Warum man seine Arzttermine absagen sollte, wenn man nicht hinkommt. Es gab insgesamt 141 Termine, die nicht gekommen sind. Das sind 40 Stunden wasted, also eine komplette Arbeitswoche für eine Person. Dadurch überbuchen die natürlich und dadurch muss man viel länger beim Arzt warten. Es ist halt echt doof. Wenn ihr noch nicht im Boden versunken seid vom ganzen Hass, dann lasst gerne ein Abo da. Denn das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.